Wir haben heute Abend 28 Künstler insgesamt auftreten. Wir haben hier diverse Podeste für die geschaffen, auch Lichtmöglichkeiten und Präsentationsmöglichkeiten. Wir haben nicht nur Drag Queens oder auch Aktionskünstler wie die zwei Jungs, wir haben ganz andere Art von Kunst einfach hier geschaffen oder von Performance geschaffen, weil wir eigentlich sehr daran glauben, dass eine Diskothek viel mehr sein muss als eben ein Platz, wo man laute Musik hört und sich betrinkt. Wir wollen hier auch was bieten, wir wollen hier Performance bieten und fangen an mit Künstlern, mit Performern. Heute Abend haben wir auch einen sehr bekannten DJ aus den Staaten, das ist der Steve Aoki, der ist später auch da, können Sie auch kurz mit ihm reden, ich würde auch zu Interviews zur Verfügung stehen. Wir haben bis eigentlich Mitte nächsten Jahres schon alle Freitage ausgebucht mit sehr bekannten DJs, DJs aus allen Musikrichtungen. Bei uns ganz wichtig ist, dass wir nicht nur eine spitze Musikrichtung hier präsentieren mit einer spitzen Zielgruppe, sondern wir wollen eigentlich alle bedienen und wir wollen unseren Gästen nur das Beste bieten. Der Raum gibt es her, das war im alten Fans unten gar nicht möglich. Wir hatten keine Raumhöhe, wir hatten keine zentrierte Tanzfläche, wir hatten eigentlich nirgendwo einen Platz, wo man einen Künstler betrachten konnte. Wir haben den Club hier so gebaut, dass man von jeder Stelle, egal wo man sich befindet, sieht man immer den Mittelpunkt, nämlich den DJ und die Tanzfläche, und man sieht auch den Gast. Also hier hat man überall eine Ecke, wo man sich wohlfühlt, wo man aber trotzdem mittendrin ist und nicht irgendwie abseits. Das war uns ganz wichtig und deswegen haben wir hier mehr als 12 Monate dran geplant, wie der Raum letzten Endes aussieht. Wir haben Podeste verrutscht, wir haben Ebenen, wir wollten noch eine zweite Ebene reinziehen, wir wollten alles plan machen da. Wir haben uns 1000 Sachen überlegt und sind letzten Endes hier zu dem Grundriss gekommen. Da hat jeder vom P1 oder vom Geschäftsleitungsteam mitgewirkt, weil wir unbedingt einen Club bauen wollten für die 10 Monate, der eben genau das hergibt. Wir wollen hier Künstler, Performer und Disco-Theater haben und ich hoffe, das haben wir gut hinbekommen. Heute Abend, so gegen 12, ist dann der Höhepunkt des Ganzen. Zwischen 12 und 1 könnt ihr gerne da bleiben als Gäste und euch das Ganze mal so richtig live miterleben. Projektionen und hier vorne wird man immer sehen, welchen DJ ist da, was ist gerade das Motto
Heute ist natürlich kein Opening und Steve Aoki ist der DJ an dem Abend. Dann geht man in den nächsten Raum, das ist ein Raum, der muss auch immer leer stehen, brandschutzrechtliche Gründe leider. Der Raum ist nur voller Projektionen, der den Gast auf das Motto des Abends einspielt. Das sind jetzt Beispiel-Visuals, wir werden dann quasi monatlich ein Motto haben, was zusammen wirkt mit den Künstlern, DJ und VJ. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein Gesamt-Disco-Theater, ein Gesamtkonzept dargestellt, wo man als Gast schon am Eingang merkt, okay, aha, diesen Monat ist das los, ich bin in dieser Märchenwelt jetzt eingetaucht und werde dann gleich noch von den Künstlern so begrüßt und habe auch klar, quasi den DJ und die Musik dazu. Jetzt können wir gleich reingehen ins Warme und...